Das Thema Server Meshing, Netcode, Backend-Struktur, das ist etwas, was mich persönlich schon seit 2, 3 Jahren beschäftigt. Welchen Weg geht hier CIG? Wie wollen Sie das alles realisieren, was Sie sich vorstellen auf der technischen Seite? Aber Informationen sind doch ziemlich rar gesät. In der Worst Night vor einem Monat hat mein Kollege Mitch van Heiden das Thema aufgenommen und im Rahmen einer Präsentation wirklich klasse, kurz dargestellt. Und da dieses Thema immer intensiver in der Community diskutiert wird, von Creatoren aufgenommen wird, habe ich mir gedacht, es wäre auch nochmal spannend für alle meine Follower hier auf meinem Hauptkanal, dieses Thema anzuschauen. Deswegen habe ich euch das ausgekoppelt in 2 Teilen. Der erste Teil beschäftigt sich mit den Basics, mit den Grundlagen. Wo kommen wir überhaupt her mit den instanzierten Servern, mit der Datenbankstruktur und so weiter? Und im zweiten Teil, den ich dann gleich noch hochladen werde, da geht es dann wirklich rein in den Deep Dive. Worum geht es eigentlich beim iCache? Was ist das? Welche Vorteile bringt Server Meshing? Wie gesagt, wunderbar aufgearbeitet von Mitch van Heiden. Ja, und hier geht es jetzt erstmal los mit Teil 1. Mit dem ersten Teil an. Also das Ganze nennt sich Star Citizen Serverstrukturen. Also welche Serverstrukturen haben wir bei Star Citizen? Und da kommen wir jetzt noch gar nicht drauf. Da kommen wir erst in den zweiten Teil drauf. Jetzt fangen wir erstmal mit dem ersten Teil an und das ist Vorwissen. Also ein kleiner Exkurs, Prolog, Vorwissen. Da fangen wir wirklich mit den klassischen Game-Servern an. Warum? Weil Star Citizen im Prinzip auf der CryEngine, wiederum besser gesagt auf der Lumberyard-Engine aufsetzt. Und das ist eine reine Shooter-Engine eigentlich ursprünglich. Also zumindest die CryEngine ist eigentlich als Shooter-Engine geplant. Kann man natürlich auch einiges mehr mitmachen. Die Lumberyard-Engine setzt wiederum auf der CryEngine auf. Und CIG sagt eigentlich, dass sie inzwischen mit der Star-Engine arbeiten, die allerdings eben eine modifizierte Lumberyard-Engine. Deswegen schauen wir uns mal die klassischen Game-Server an. Wie zum Beispiel Quake 3 Arena oder Unreal Tournament, also alles, was wir so um die Jahrtausendwende hatten. Da ist jetzt die Frage, was muss so ein Game-Server können? Der beinhaltet zum einen natürlich die Spielwelt und die Regeln des Spiels. Kannst du mir beipflichten, würde ich sagen, ne? Nebenbei gesagt, es dauert natürlich immer ein bisschen länger, bis das beim Astro ankommt und er es sieht. Ja, ich habe mich gerade gemutet, damit ich hier, mein Handy hat gerade geklingelt, aber ja. Okay, gut. Es dauert natürlich immer ein bisschen länger, bis du es auch siehst. Also wenn ich dich mal was frage und du siehst die entsprechende Folie noch nicht verwirrt sein. Ja. Das ist es aber jetzt nur für dich. So. Dann muss natürlich ein Game-Server zulassen, dass eine gewisse Anzahl an, ich habe es jetzt mal N genannt, Clients eine Verbindung zu ihm herstellen können. Weil man will ja natürlich, man hat den Client, also seinen Spiele-Klienten, der muss sich irgendwo, wenn es im Netzwerk ist, kann also, früher hatten wir noch LAN-Partys, heute hat man eben Internet, kann im Netzwerk sein, kann im Internet sein, der muss sich zu einem Game-Server verbinden können, damit ich eben mit anderen Leuten dort spielen kann. Also muss der Game-Server das zulassen. So, und die Clients müssen in der Lage sein, an den Server Daten über den Spielerzustand zu senden. Das heißt, wo befindet sich der Spieler, die Koordinaten? Wo schaut der Spieler hin, die Ausrichtung? Welche Haltung hat der? Du hast zum Beispiel bei einigen Spielen, dass du aufrecht bist, geduckt oder liegst, ja, oder lehnend, gibt es auch als Haltung. Ja. Wie schnell ist derjenige? Wohin bewegt er sich? Und das Wichtigste natürlich bei Shootern, welche Waffe hat er in der Hand und wohin feuert die Waffe, in welche Richtung geht das Ganze und benutzt der Spieler gerade Power-Ups, Medipacks, welche HP hat er? Mhm. So. Der Server wertet dann diese kompletten Daten, die er bekommt, aus und sendet dann quasi ein Update der Spielwelt, des Spielgeschehens an alle Clients. Der Server entscheidet, also wenn ich jetzt auf dich schieße, dann entscheidet der Server, ob ich dich getroffen habe oder nicht. Und wenn ich dich getroffen habe und dir, was weiß ich, du hast 100 HP und meine Waffe macht 120 Schaden, dann entscheidet der Server, dass du jetzt tot bist. Ne, und so, kann man sagen, sind damals, als das losging mit den ganzen Shootern, eben Quake 3 Arena oder Unreal Tournament, das waren so die besten
Vertreter davon. So ist das Ganze losgegangen. Und das sah dann so aus im Prinzip. Wirklich sehr rudimentär. Du hast den Game-Server gehabt und du hast die Clients gehabt. So. Jetzt sehe ich das Bild erst. Also ich habe so 20 Sekunden Verzögerung. Okay. Jetzt kommt als nächstes, jetzt habe ich eigentlich in der Mitte nur drin UDP stehen. Und zwar deswegen, weil die Game-Server das Netzwerkprotokoll UDP benutzen. Das wird nachher bei Star Citizen auch nochmal ganz wichtig. Warum benutzt ein Game-Server für den Datenaustausch zwischen einem, ja, zwischen dem Game-Server und dem Client das UDP-Protokoll? Und nicht das UDP, das, was ist das? Eine Datenstruktur oder was ist darunter zu verstehen? Du kennst doch TCP bestimmt. Ja. Hast du schon mal gehört? Also es gibt zwei Protokolle, worüber Daten übertragen werden. UDP oder eben UDP, sagen wir es jetzt auf Deutsch, und TCP. Ja. So. Ja. Der Unterschied. Gucken wir uns erstmal TCP an, TCP. Schauen wir uns das so an. Ich habe hier links und rechts jeweils einen Computer. Die sind zusammen in einem Netzwerk, wo auch immer. Und die übertragen jetzt Daten über TCP. Und da geht das los mit dem sogenannten Handshake. Der erste Computer sagt jetzt, hallo, ich habe Daten für dich. Bist du bereit, diese Daten zu empfangen? Und sagt der Computer, ja super, dass du Daten für mich hast. Ich bin bereit, die zu empfangen. Leg mal los. Dann sendet der seine Daten. Als nächstes kommt, ich habe dir die Daten gesendet. Es waren x Bytes mit der Kontrollsumme y. Ist alles bei dir angekommen? Und dann kommt die Bestätigung zurück. Jo, alles klar. X Bytes, Kontrollsumme y sind angekommen. Vielen Dank. Tschüss. Jo, tschüss. Mega krass vereinfachte Darstellung, finde ich lustig. Ja? Sehr gut. Ja. Okay, gucken wir uns jetzt UDP an. Daten in UDP werden übertragen und zwar so. Bums. Dauert jetzt 20 Sekunden bei dir. Also einmal Daten werden übertragen. Kommt ein Datenstream. Geht auch in die andere Richtung, geht auch gleichzeitig in beide Richtungen. Kannst du dir vorstellen, warum man für einen Game-Server nicht TCP benutzt? Es gibt auch Spiele wie Ironside, die TCP benutzen, weil sie nicht das auf UDP hingekriegt haben, die Entwickler, weil sie blöd waren. Ich habe gerade gedacht, das waren zu den LAN-Party-Zeiten halt noch die guten Zeiten, weil die Clients direkt miteinander kommuniziert haben und so eben solche Sudden Deaths und sowas nicht entstehen konnte, wo dann der Server erstmal Daten gesammelt und dann dem Client dummerweise verzögert zur Verfügung gestellt hat und der Spieler dann feststellt, oh, ich bin ja schon tot, wieso das denn? Cheater! Dabei hat er jetzt gerade nur die Wirklichkeit vom Server zur Verfügung gestellt bekommen. Weil die Tickraten eben nicht stimmten oder was weiß ich. Tickraten können wir gleich auch noch drauf. Nein. Kommen wir auch noch drauf, ja, Hammer. UDP. Ich will auch nicht vorgreifen, erzähl mal. UDP wird einfach deswegen benutzt, weil du eben diesen Handshake und dieses Bye-Bye nicht hast. Bestätigung. Mhm. Also bei TCP wird eben, ne, bei TCP, hallo, ich habe Daten für dich. Dann werden erst die Daten geschickt und dann muss auch nochmal mit einer Checksumme das Ganze bestätigt werden und ob das Paket auch richtig angekommen ist. Dauert viel zu lange. Da nimmt man dann lieber im Kauf, dass es zwischendurch einen Datenverlust gibt. Und jeder, der mal Battlefield, Call of Duty oder was auch immer für ein Online-Gaming-Spiel gezockt hat, der kennt eben dieses kurze Leck, was man vielleicht manchmal hat. Kurzen Paketverlust. Mhm. Das wird in Kauf genommen, aber dafür hast du eben den kürzeren Weg, weil es ist direkter. Deswegen läuft das Ganze in UDP. Mhm. Das ist der Vorteil. So. Nachteil, wie gesagt, du hast diesen Handshake und die Bestätigung nicht. Da können sensible Daten eben leichter verloren gehen. Das halten wir jetzt mal im Hinterkopf, dass Daten leichter verloren gehen können mit UDP und TCP eigentlich das sicherere Protokoll ist. Okay. Jetzt kommen die Tickraten. Tickrate bedeutet, in welchen Zeitabständen werden auf den Server oder wird auf den Server die Spielsituation aktualisiert? Und da gibt es, ich habe da mal so ein paar Grafiken rausgesucht, die man höchstwahrscheinlich jetzt ganz schlecht erkennen kann. Da gibt es je nach Spiel ganz unterschiedliche Tickraten und die variieren auch zwischen Client und Server. Du hast zum Beispiel, muss ich mal selber hier ein bisschen rangehen, ein Battlefield 3 Server läuft zum Beispiel nur mit einer Tickrate von 15 Hertz.
Das heißt, der aktualisiert sich innerhalb von einer Sekunde nur 15 Mal. Der guckt sich nur 15 Mal an, was ist momentan los, wer schießt auf wen, wer bewegt sich wohin, und dann schickt er das auch nur 15 Mal pro Sekunde an die Clients weiter. Während der Client eine Tickrate hat von 30 Hertz. Also der guckt 30 Mal in der Sekunde, was ist hier gerade los. Dadurch kommen auch so Dinge zustande, dass ich hinter eine Mauer hechte, wenn ich im Infight zum Beispiel bin mit einem anderen, und der Gegner mich trotzdem erschießen kann, weil der Server sagt, ich war noch nicht hinter der Mauer. Ja. Ne? Das hat was mit dem Ping zu tun, aber auch eben mit den Tickraten. Ein sehr gutes Beispiel, wie es anders geht, ist zum Beispiel Counter-Strike Go im Netzwerkmodus, der ja meistens, also der Competition-Modus, also der Wettkampfmodus, der im Netzwerk dann meistens nur läuft, da laufen Server und Client auf 120 Hertz. Also da hast du, ja, das läuft butterweich. Ne? Das wäre natürlich ein Ziel für jedes Spiel, irgendwie 120 zu erreichen, aber das kriegst du nur im Netzwerk hin. Also das Maximale, was man heute hinkriegt, das sind so 60 Hertz im Internet. Und das hast du zum Beispiel bei Battlefield 4 nachher gehabt. Das hast du bei Quake Live. Und auch bei Counter-Strike Go hast du das, wenn du im Netz, also im Internet spielst, hast du 60. Das ist dann aber auch schon in Ordnung. So, da kann ich ja auch weitergehen, weil das habe ich gerade hier besprochen. So, kommen wir zum nächsten Punkt. Wir haben also, wir wissen jetzt, wie Game-Server eigentlich vor 20 Jahren funktioniert haben, ganz rudimentär, dass UDP als Übertragungsprotokoll angewendet wurde, und wir wissen was über Tickraten. Jetzt kommt was hinzu. Und zwar kam irgendwann einer auf die Idee, Spieler könnten ja einen Spielfortschritt haben, wie du zum Beispiel bei Call of Duty 4 damals hattest. Das heißt, du hast dir Waffen freigespielt, du hast gelevelt, du hast Errungenschaften gehabt. Oder bei World of Warcraft, du hast ein Inventar gehabt und so weiter. So. Und die Frage ist, wie speichert man sowas? So. Da gibt es nämlich, oder gab es, inzwischen ist man ja von einigen Sachen abgekommen, da gab es unterschiedliche Herangehensweisen. Hast du zum Beispiel bei Call of Duty 4 es gehabt, dass dein Fortschritt in einer Datei bei dir auf deinen Client gespeichert wurde. Wenn du dann eine Neuinstallation vom Spiel machen musstest oder vom kompletten Computer, dann war die Datei weg und du musstest wieder bei Null anfangen. Der wichtigste Punkt ist, glaube ich, dass die leicht manipuliert werden kann. Das ist ja auch der Grund, weshalb das hier bei Star Citizen nicht gewünscht ist. Genau. So, dann gibt es noch die Möglichkeit, auf dem Server direkt das in einer Textdatei zu speichern. Wie zwei Freelancer zum Beispiel hast. Freelancer kennen ja auch viele. Mhm. Oder das erste Spiel, was quasi eine globale Datenbank hatte, das war für mich zumindest Battlefield 2. Wo dann eine Telemetrie in den Hive quasi, in ein Hive-Bewusstsein gesendet worden ist. Mhm. Beinahe in Echtzeit. So. Das können wir jetzt hier überspringen, weil das ist ein bisschen zu viel. Ich habe das hier nochmal grafisch aufgearbeitet. Also Call of Duty, Game Server, Clients und jeder Client mit einer kleinen Textdatei im Fortschritt. Dann Freelancer mit einer Textdatei auf dem Server mit dem Fortschritt. Und dann zum Beispiel Battlefields oder World of Warcraft mit einer Datenbank. Bei der globalen Speicherung ist es halt auch ein Thema der Datengröße und Informationsverteilung letzten Endes. Ne? Ich glaube, das ist das Komplexeste. Ja, wenn ich mir sowas hier anschaue, dann habe ich natürlich zwischen den Clients und den Game-Servern weiterhin UDP, aber TCP sollte ich eigentlich benutzen, um die Daten in die Datenbank zu speichern, wenn ich schon irgendwie eine Verbindung aufbauen muss. Weil eben, wie ich gerade schon sagte, TCP sicherer ist. Es sollen ja auch ziemlich sensible Daten übertragen werden. Das mal in den Hinterkopf noch behalten. So. Hier habe ich das auch nochmal kurz aufgeschrieben. Also fürs Spielgeschehen, UDP, für sensible Daten, Fortschritt, Inventar. Dann kamen noch die Login-Server dazu später mit den Spieler-Accounts. Das mache ich jetzt nur kurz. Dann kamen Instanzen dazu. So. Was sind Instanzen? Instanzen sind im Prinzip eigene Game-Server,
in denen eine große Spielwelt aufgeteilt ist. Kennt ihr von World of Warcraft, kennt ihr von, ich weiß nicht, Star Trek Online, also von sämtlichen Rollenspielen. Da haben wir ja eigentlich eine große Spielwelt. Diese Spielwelt ist in kleine Bereiche, in kleine Maps im Prinzip aufgeteilt. Auf eine Map haben, ich sag jetzt mal, 30 Leute Platz. Und wenn diese 30 erreicht sind, dann kommt eine zweite Instanz von derselben Map dazu. Ja, dass man eben im Prinzip, was weiß ich, in der Hauptstadt ist von dieser Spielwelt. Und in Wirklichkeit existieren, ich sag jetzt mal, 100 Parallelwelten davon. Das sind dann die Instanzen. So, dann nochmal kurz der Master-Server erwähnt. Anfänglich, also ganz zu Anfang, wo wir da gerade bei Quake 3 waren und bei Unreal, da waren Master-Server wirklich nur dafür da, dass der Game-Server an den Master-Server gesendet hat, hallo, ich bin online, ich bin da. Und der Master-Server hat gesagt, alles klar, dann kann ich dich im Ingame-Browser den Spielern anzeigen, damit die Spieler auch connecten können zu dir. So. Mhm. Okay. Ne? Inzwischen macht so ein Master-Server ein bisschen mehr. Ja, inzwischen geht er eben hin und verwaltet die Spieler, sortiert die Spieler nach Instanzen, sagt also, der Astro-Sam, der möchte jetzt gerne, was weiß ich, in die Stadt reiten. Da muss er in die und die Instanz. Also hast du einen Ladebildschirm und der Master-Server weist dich quasi einen Game-Server zu, der die Instanz XY hat. So, dann nur das, was wir kurz gehört haben, was es sonst noch gibt, aber was jetzt total irrelevant ist. Ja, dann können wir drüber. Server für Matchmaking, Anti-Cheat-Streaming und Server für Ingame-Käufe. Das ist jetzt für Star Citizen irrelevant. So. Ist es das? Ich finde, ja, also momentan schon. Weil wenn ich jetzt an Theaters of War denke, das wird ja auch ein eigener Server sein letzten Endes, ne? Das wird ein eigener Server sein, aber da brauchst du eben erstmal nichts mit Ingame-Käufen. Matchmaking, ja gut. Server für Matchmaking. Anti-Cheat-Streaming, weiß ich nicht. Anti-Cheat-Streaming ist sowas. Früher gab es noch Punkbuster. Kannst du dich vielleicht dran erinnern? Ja, ich erinnere mich. Und bei Punkbuster gab es eine Option, da gab es dann nachher von der Community so eingerichtete Dienste quasi, dass du sagen konntest, mein Game-Server, der streamt jetzt alles, was auf dem Game-Server passiert, zu diesem Dienst hin. Mhm. Und der Dienst war in der Lage, diese Protokolle, diese Logdateien im Prinzip auszuwerten und hat dann Alarm geschlagen, hat dann gesagt, wenn da einer auf den Server kommt und der macht innerhalb von einer Minute 100 Kills, dann stimmt da was nicht. Ah, verstehe. Okay. Ne? Okay. Mhm. So. Wichtig ist jetzt erstmal, innerhalb von 20 Jahren sind wir also von dieser Struktur, wie ich sie jetzt hier aufgemacht habe, zu dieser Struktur hingekommen. Also moderne, verschachtelte Serverstrukturen, wo du, ich muss jetzt mal hier auf das schalten, mal gucken, ob das geht. Ah, es funktioniert. Wo du viele Game-Server hast, wo du die Clients hast, die eben quasi, wenn sie das Spiel starten, über einen Login-Server gehen müssen, damit der Account verifiziert wird, die dann über den Master-Server einem Game-Server zugeteilt werden. Das haben wir inzwischen bei Star Citizen auch. Und dann werden eben aus dem Hive-Bewusstsein, habe ich es jetzt mal genannt, die Spielerdaten aus den Datenbanken gezogen. Ja, krass. Ja, also nochmal, wir sind von einer einfachen Struktur innerhalb von 20 Jahren hier hingekommen. Zauberwort der letzten Jahre lautet Datenbanken. Ende Teil 1.